Für die, die es nicht wissen, chronisch ehrlich ist daraus entstanden. Ich war 10 Jahre in der Schulmedizin unterwegs mit Reizdarmsyndrom, sehr vielen Unverträglichkeiten. Ich war Schmerzpatientin, ich hatte Fibromyalgie und unglaubliche Schmerzen im Verdauungstrakt. Auch PMS, also der ganze Hormonhaushalt, war komplett drunter und drüber. Und nach 10 Jahren sagt mir der Chefarzt in der Insel in Bern, dass ich austherapiert sei. Und das war erstmal so, okay, danke für gar nichts, für die ganzen Jahre. Aber es war der Anfang von etwas Neuem, weil er hat nicht einfach gesagt, Frau Bucher, Sie sind austherapiert, sondern er hat gemeint, wir sind im Moment mit der Forschung noch nicht so weit. Wir wissen nicht, was wir machen sollen bei solchen chronischen Erkrankungen. Wir kennen die Ursache nicht. Und das war chronisch ehrlich. Er hat eingestanden, wo er steht, was er gelernt hat, und dass er nicht weiterkommt. Und diese Ehrlichkeit hat mir Türen geöffnet, um alternativ zu schauen, weil ich mich vorher nie getraut hätte. Und daraus ist dieses chronisch ehrlich entstanden. Ich habe mich ja auch ganz, ganz lange nicht getraut, Gesicht zu zeigen, als ich noch Schmerzpatientin war. Ganz viele in meinem Freundeskreis hatten keine Ahnung. Ich bin fantastisch darin oder ich war fantastisch darin, so zu tun, als wäre alles in Ordnung, auch um mich zu überzeugen. Das kennen ganz viele Schmerzpatienten. Weil man möchte diesen Teil ja auch nicht annehmen, der nicht gesellschaftsfähig ist. Man möchte sich nicht über Jahre erklären müssen. Und deswegen, der zweite Befreiungsschlag war für mich sicher, als ich angefangen habe, Gesicht zu zeigen und darüber gesprochen habe, was ich habe. Und dann zu merken, dass man nicht alleine ist. Vielleicht ist man in seinem Umfeld alleine. Aber man ist nicht alleine, wenn man den deutschsprachigen Raum anschaut und schon gar nicht, wenn man auf die ganze Welt schaut. Und das war auch so ein krasser Heilungspunkt für mich, zu erkennen, dass ich nicht allein bin, dass ich nicht verrückt bin, weil mit chronischen Erkrankungen gehen diverse Symptome einher. Ich weiß noch, in einem meiner YouTube-Videos hat jemand geschrieben, das kann gar nicht sein, dass du so viele verschiedene Symptome hattest. Und dann habe ich kommentiert, ja, genau das habe ich mir auch jahrelang gedacht. Und das haben sich ganz viele Ärzte gedacht. Und deswegen werden einem dann auch oft Psychopharmaka angeboten. Weil es gerade in dem chronischen Bereich als auch oft nicht messbar ist. Darmschmerzen sind nicht messbar. Eine träge Leber ist nicht messbar. Ein reaktivierter Herpesvirus, wie zum Beispiel der Epstein-Barr-Virus, wird oft nicht gemessen. Parasiten, die sind genial. Die sieht man in den wenigsten Stuhlproben. Ja. Psychosomatik. Am Anfang meiner Krankheitsgeschichte bin ich auf die Palme gegangen, oder so heißt das Sprichwort, du bringst mich auf die Palme, ich glaube. An Sprichwörtern merkt man, ob jemand aus dem Land kommt oder nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das deutsche Sprichwort geht. Du bringst mich auf die Palme. Also, man hat mich auf die Palme gebracht, wenn man mir gesagt hätte, ja, das ist vielleicht einfach psychosomatisch, schau mal an, vielleicht hast du viel Stress und so weiter. Aber ich habe gesagt, das kann nicht der Stress sein. Ich habe echte Schmerzen. Und das war auch die Wahrheit. Das war auch die Wahrheit. Mein Körper war so sehr aus seinem Gleichgewicht,
dass Stress oder Belastung meine kleinsten Sorgen waren. Meine größte Sorge war, wie kann ich aufstehen, wie kann ich mein Kind ein Essen machen, werde ich jemals wieder spazieren gehen können, Fahrrad fahren. Und dann, nach dieser chronisch ehrlichen Aussage von diesem Chefarzt, hatte ich den Mut, weiterzuschauen. Und ich bin damals der Lehre von Anthony William begegnet. Das war vor 3,5 Jahren. Und ich war super skeptisch. Ich dachte, oh mein Gott, jetzt wird's richtig abgefahren. Und ihr müsst wissen, dazu habe ich auch schon Videos gemacht. Das eine heißt zum Beispiel Religion und Anthony William. Ich bin sektenähnlich aufgewachsen in einer Freikirche in der Schweiz. Mein Vater war Pastor. Ich bin sehr schwarz-weiß denkend aufgewachsen. Wir hatten lange Zeit keinen Fernseher, wir haben kein Radio gehört. Und die Welt wurde in gläubig und nicht gläubig eingeteilt. Und mir wurde viel von der Hölle erzählt. Das heißt, dieses Schwarz-Weiß-Denken hat mir wirklich viel Angst eingejagt. Und deswegen bin ich super vorsichtig mit dieser Lehre umgegangen. Und eben, wenn es euch interessiert, mehr da reinzuschauen, das YouTube-Video heißt Anthony William und Religion. Da habe ich auch gezeigt, was die Gefahr ist, wenn jemand sagt, hey, ich habe das ganze Wissen und du musst einfach nur mir zuhören und das genauso machen, dann geht's dir gut. Warum da eine Gefahr drin liegt. Das war eines der ersten Videos, die ich gemacht habe, als ich online gegangen bin mit dem Kanal Chronisch Ehrlich. Und aus dieser Prägung heraus habe ich gemerkt, okay, man könnte jetzt in ein anderes Extrem gehen, von der Schulmedizin in ein anderes Extrem. Und deswegen habe ich mich entschieden, die ayurvedische Ausbildung zu machen. Und Ayurveda ist eine jahrtausendalte Philosophie und hat den Menschen einfach schon sehr, sehr lange beobachtet. Und ich liebe es, wenn man sich Zeit nimmt. Ich sage hier auf dem Kanal oft, alles hat seine Zeit. Warum? Wenn wir versuchen, schnell etwas zusammenzufassen, schnell etwas zu ergreifen, dann muss unser Hirn mit Schubladen arbeiten. Es geht einfach nicht anders. Und Schubladen helfen uns auch, uns in diesem Leben entlang zu angeln. Das ist jetzt per se auch nicht schlecht. Ich will das nicht werten. Das ist auch super wichtig. Sonst würden wir nicht mal dazu kommen, aufzustehen und irgendwas zu machen. Also Schubladen sind da, sie sind wichtig, sie helfen unserem Hirn, uns in unserem Alltag. Aber die Gefahr ist da, wenn wir zu schnell versuchen, etwas zu begreifen, dass wir sagen, das ist gut, das ist schlecht, wenn du das machst, dann passiert das. Und vergessen, dass wir Menschen sehr individuell sind und verschiedene Belastungen haben. Und da war für mich Ayurveda ein Riesengeschenk, weil man den Körper anschaut, was hat die Person für Augenfarben, für Fingernägelfarben, eine Haarfarbe, was für eine, wie sagt man dem, Körperform. Und dann habe ich angefangen, Coachings zu geben und das war so bereichernd, weil ich Menschen begleiten durfte in die Anthony-William-Ernährung, aber mit dem Hinblick, dass wir verschiedene Konstitutionen haben und dass Früchte einen verschiedenen Einfluss darauf haben. Weil, nur ein kurzer Einblick in die Lehre, auch dazu findet ihr tolle YouTube-Videos auf dem Kanal Chronisch Ehrlich zu Ayurveda. Ayurveda teilt oder alles, was grobstofflich sich manifestiert hat, entsteht aus verschiedenen Elementen. Feuer, Wasser, Erde, Luft und Raum. Raum oder Äther. Und wenn jemand mehr Luft und Raum hat, neigt er zu Trockenheit.
oder zu Schmerzen. Wenn jemand mehr Feuer und Wasser hat, das ist dann Pitta, neigt mehr zu Entzündungen und entgiftet zum Beispiel schneller mal über die Haut. Und dann gibt es noch Mischtypen, es gibt ganz verschiedene Typen. Und da wirklich herauszufinden, wer bist du und wer bist du in deinem gesunden Zustand und wer bist du geworden in deinem Ungleichgewicht. Und das hat für mich meinen Horizont so weit gemacht und ich durfte lernen, dass es ja Lebensmittel gibt, die zerstörerisch sind, weil sie Nahrungsmittel geworden sind. Sie sind also weg vom Lebensmittel zum Nahrungsmittel. Übrigens auch da ein kurzer Exkurs. Die Industrialisierung in der Lebensmittelbranche, die war wichtig. Wir hatten regelmäßig Hungersnoten. Sagt man Noten? Nöte. Hungersnöte. Und das kennen wir gar nicht mehr. Aber wie es ist in einem gesellschaftlichen, man hat ein Ungleichgewicht, man versucht es zu korrigieren und überkorrigiert und kommt dann wieder in ein Ungleichgewicht. Und das ist halt mit der Lebensmittelindustrie passiert und deswegen haben wir oft nur noch Nahrungsmittel und keine Lebensmittel mehr. Auf jeden Fall wurde mir bewusst, ja, es ist wichtig, die Lebensmittelqualität anzuschauen, aber ich möchte nicht in Essen, was verboten ist, denken und Essen, was erlaubt ist, sondern nur noch, welches Essen tut mir gut? Welches Essen hilft meiner Leber? In meinem Fall, weil ich eine geschädigte Leber habe oder hatte, vielleicht nicht mehr. Und wie kann ich meine Entgiftungsstörung unterstützen? Also nur noch im Fokus, was ist mein Ziel? Wo möchte ich hin? Was ist mein Ist-Zustand? Wie wäre ich, wenn ich nicht krank wäre, also im gesunden Gleichgewicht? Was ist passiert, dass ich ins Ungleichgewicht gekommen bin? Und wo kann ich Dinge vielleicht ja extrem machen im ersten Moment, um ein Reset zu erreichen? Und wann höre ich auf, dieses Extrem zu leben, um nicht auf die andere Seite wieder zu kippen? Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt in dieser Gesundheitsbubble. Nichts ist für alle Zeit. Nichts, jemals, nichts passt für immer in eine Schublade. Lebendig sein, zu leben, heißt Veränderung. Und in dieser Veränderung dürfen wir anpassungsfähig sein. Und deswegen ist ein weiterer Schritt, der mir so bewusst wurde, in der Heilung die Reflexion. Also wir hatten am Anfang die Annahme dessen, was ist, wer war ich, was ist passiert, wer bin ich geworden, welches Extrem kann ich leben, um ins Gleichgewicht zu gehen und wann höre ich auf, um das Gleichgewicht zu behalten. Und das setzt Reflexion voraus. Und Reflexion passiert nicht auf die Schnelle. Reflexion passiert nicht, wenn wir eine Lehre blind adaptieren. Reflexion passiert dann, wenn du dir Raum gibst. Und dieser Raum ist heilig. Und dieser Raum ist meiner Meinung nach die Voraussetzung für tiefgreifende Heilung. Und ich spreche so oft davon, wie oft ich geweint habe, zum Beispiel. Und in diesen Raum zu kommen, wo ich das darf und nicht werte. Das war super schwer. Ich habe früher nie geweint vor anderen. Vergiss es. Ich habe funktioniert. Wie viele von uns funktionieren?
Wie viele von uns haben vorgelebt, wie sie sein sollen, haben vorgeschrieben bekommen, wie sie sein sollen, sind Meister geworden in der Anpassung, sind Meister darin geworden, anderen den Raum zu geben, nur um nicht verletzt zu werden. In meinen Retreats, die ich führe, kommen wir immer wieder an diesen Punkt, wo wir wertfrei Raum schaffen. Und da passieren die genialsten Sachen. Die, die schon mit dabei waren, können das schreiben. Eine Frage, die gerade kommt: Wie finde ich den Raum, wo ich weinen kann? Wie gesagt, es ist eine Reise. Ich sage immer, Heilung ist eine Reise zu dir selbst. Und diese Reise beginnt als allererstes in der Annahme dessen, was ist, und zwar wertfrei. Zu sagen, ja, ich bin krank, oder ja, ich habe diese Symptome, oder ja, ich habe diese Triebe oder diese Süchte oder diese zerstörerischen Emotionen, und die wertfrei mal stehen zu lassen. Weil ganz ehrlich, wann dürfen wir wertfrei sein? Wir sind so konditioniert von der Schule, vom Familiensystem, dass wir uns anpassen, dass Dinge nicht sein dürfen. Im Ayurveda gibt es 6 Punkte, die zu Krankheit führen. Auch dazu ein Video auf YouTube. Und ein Punkt ist das Leben gegen das eigene Grundnaturell. Wenn wir von Anfang an gelernt haben, anderen Menschen den Raum zu geben, uns anzupassen, haben wir gleichzeitig gelernt, uns Raum zu nehmen und uns zu verstellen. Wenn das ein Grund ist, der für Krankheit sorgt, weil es chronisch Stress auslöst und unser Immunsystem hemmt, dann ist das ein essentieller Punkt, den wir anschauen dürfen. Und manche Situationen, die dann passiert sind, weil wir uns den Raum nicht gegeben haben, das kann in der Kindheit sein, dass da eine Situation war, wo du dem anderen zuliebe geschwiegen hast oder dich zurückgezogen hast, obwohl dich die Situation geschockt oder verletzt oder verstört hat. Und das löst, alleine schon das löst Trauma auf, weil unser Hirn, das menschliche Hirn, dann eigentlich neuronal Verbindungen noch entwickeln würde und dort eine Störung stattfindet. Und darum spricht man von Trauma, weil diese Störung dazu führt, dass Reflexionen in gewissen Bereichen nicht mehr stattfinden können. Und deswegen, wo befindet sich dieser Raum? Dieser Raum befindet sich da, wo du wertfrei dich anschauen darfst und dir Raum geben kannst. Und wenn du merkst, das macht mich nervös, ich kriege Angst, ich fühle mich alleine, dann mach es nicht. Dann ist es noch nicht an der Zeit, dann darfst du auf einer anderen Ebene reinigen. Und das ist eine weitere Erkenntnis, die ich auf der Heilreise hatte. Wir sind vielfältige Wesen. Es heißt nicht, dass wenn jemand auf Instagram sagt, hey, ich habe mich mit einer Ernährungsumstellung geheilt, oder jemand sagt, boah, ich habe mich mit Traumaheilung geheilt, oder jemand sagt, ja, mit Gefühlearbeit oder Emotion Code, heißt es nicht, dass für dich, für das Wesen, was du bist, eine Reihenfolge stimmt. Für mich, und ich bin aus einem gewaltvollen Zuhause, in einem gewaltvollen Zuhause aufgewachsen, für mich war es zum Beispiel unglaublich gut, zuerst mich körperlich zu reinigen mit der Anthony William Ernährung, in Bezug darauf, was habe ich für eine Konstitution, und nicht alles einfach blind nachgemacht, sonst die passendsten Sachen für mich rausgenommen, um einfach Ruhe in meinen Körper zu bekommen, damit mein Reizdarmsyndrom sich beruhigt, dass ich wieder verdauen kann und auch wieder hier
Grobstofflich ist es der Darm, der verdaut. Aber feinstofflich konnte ich ja auch Dinge nicht verdauen. Ich konnte so vieles in meiner Kindheit nicht verdauen. Und wenn ich damals schon eine Traumatherapie gemacht hätte, wäre ich gar noch nicht ready gewesen. So, aber das ist mein Weg. Andere sagen, nein, wenn ich anfange, auf Essen zu verzichten, dann werde ich zutiefst unglücklich. Oder mir fehlt die Energie. Ich möchte erst auf mentaler Ebene reinigen. Und deswegen ist es so, so wichtig, dir diesen Raum zu geben, zu sagen, wer bin ich? Wie fühlt es sich an und womit gehe ich in Resonanz? Ich werde nachher, nach diesem Live, ein Reel teilen, wo ich mich in einer sehr vulnerablen Situation zeige. Seit ich angefangen habe mit YouTube, spreche ich immer wieder davon, dass ich Gefühlearbeit mache. Das war auch ein Teil meiner Ausbildung, Gefühlearbeit nach Vivian Dittmar. Und ich sage immer wieder, wie oft ich weine. Und das Weinen, also es gibt immer eine Kraftseite und es gibt eine Schattenseite von jedem Gefühl. Die Schattenseite ist das Selbstmitleid. Und du spürst es doch schon, Selbstmitleid, das ist so niedrig schwingend. Und dann gibt es die Lichtseite und das ist die Annahme. Es ist die Annahme dessen, was ist, obwohl ich es mir anders wünsche. Und das sind wir wieder beim ersten Schritt. Das ist für mich der erste Schritt, die Annahme. Die Annahme dessen, was ist, obwohl ich es mir anders wünsche. Und wenn wir nochmal zurückgehen an den Punkt, wo ich gesagt habe, wann haben wir angefangen, anderen mehr Raum zu geben als uns, uns anzupassen, dann waren das Situationen, wo wir nicht in diese Trauer gehen konnten, sonst angefangen haben zu funktionieren. Ja. Alles hat seine Zeit. Und es ist so wundervoll, dass wir Informationen haben wie die von Anthony William, wenn wir sie so anwenden, dass sie unserem Ziel dienen und nicht einer Lehre dienen. Es ist so wundervoll, wenn du dich für die Rohkost entscheidest, wenn die Rohkost dir dient und nicht der Ernährungslehre. Weißt du, was ich meine? Heilung ist der Weg zu dir selbst. Und wenn das dir irgendwie Angst macht oder du merkst, dass du dich irgendwie ein bisschen verloren fühlst bei dem Gedanken, ganz nah zu schauen und in die Tiefe zu schauen, wer du bist. Ich möchte dir einfach sagen, du bist so viel mehr, als du denkst. Du bist so viel mehr, als dir jemals beigebracht wurde. Gerade wenn du bereits eine Krankheitsgeschichte hinter dir hast oder du noch mittendrin bist, schau dich an, was du alles erreichst und schaffst. Und wenn es nur heißt, einen Tag zu überleben, trotz Schmerzen. Du bist so viel mehr und wir sind zu so viel mehr fähig. Wenn du merkst, dass du mehr wissen möchtest, was alles in dir steckt,
Wir haben ja die Selbstheilungsaffirmation online getan. Hör die wirklich regelmäßig an, weil dadurch entdeckst du deine Kraft. Das ist so. Da ist so viel Kraft drin und so viel Wahrheit. Das ist die Essenz von der Heilkraft. Ja, nachher werde ich ein Reel hochladen. Ich habe es heute Morgen Jonas gezeigt. Und er konnte nicht gut damit umgehen, weil er gesagt hat, es ist mir so unangenehm, weil es ihn zutiefst berührt. Und auch da dürfen wir als Gesellschaft oder als Kollektiv heilen. Wir dürfen heilen, was bedeutet es wirklich, Mensch zu sein in der Tiefe. Ohne Filter, ohne Glamour, ohne Bluff, ohne dem anderen so viel Raum zu geben und selber darin zu verhungern in seinem Space. Ja, ich hoffe, dass du dich ermutigt fühlst. Wir haben noch ganz viel vorbereitet an wundervollen Videos für die nächsten Monate. Es kommen so viele schöne Dinge, die dich ermutigen, in die Selbstheilungskraft zu kommen. Wir haben so viele berührende Interviews von Selbstheilern. Strecke dich aus nach den positiven Nachrichten. Wenn du merkst, etwas zieht dir Energie, dann musst du dir das nicht antun. Du bist vulnerabel, halte deinen Raum, schütze deinen Raum. Okay? Ihr Lieben, so schön, dass ihr da wart und dass ihr dran geblieben seid. Ich beende jetzt dieses Live und schicke ganz, 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 ganz viel Liebe. Danke für die ganzen Herzen. So schön. Was für eine Community. Wow. Ganz viel Liebe. Ich freue mich auch auf alles, was kommt. Liebe Anna, auf dein Interview auch besonders. Mua.